Hallo, ich eröffne jetzt soeben mal dieses Video. Ja, es ist nachts um 3 und vor einer halben Stunde kamen die ersten Ausläufer. Da hat es angefangen zu regnen und zu gewittern, ein bisschen zu winden und im Moment ist es verdächtig ruhig. Okay, bis später. So, es ist 8:45 ungefähr. Ich krieg langsam die Krise. Das hat gerade mal angefangen mit dem Sturm. Das wird immer schlimmer. Hier ist schon Sturm im Zelt und es regnet und das soll jetzt noch 30 Stunden so weitergehen. Ey, ich kann überhaupt nichts machen. Okay. Ja, also was soll ich sagen? Es ist 12:30. Zu meiner großen Verwunderung ist es total still und ruhig. Da ist kaum noch Wind. Ich merke gar nichts. Das Zelt bewegt sich überhaupt nicht mehr. Ja, mal sehen, wie es weitergeht. Ja, es geht gerade wieder los, 12:52 Uhr. Es wird gerade wieder heftiger. So, 13:15 Uhr. Ich möchte nur noch einmal darauf hinweisen, dass ich, während ich im Urlaub bin, keine Kommentare beantworten kann und auch keine Thumbnails selber aussuchen kann. Die werden dann willkürlich irgendwie ausgesucht und Kommentare kann ich nur sehr wenige lesen, die einfach zufällig durchkommen, weil ich sie erst freischalten müsste und das funktioniert nicht richtig und beantworten kann ich jetzt gar keine, beziehungsweise ich könnte die wenigen da schon mal beantworten, aber ich möchte mir jetzt nicht zu viel Speicherplatz von Datenvolumen verschwenden, weil ich brauche das ja noch zum Hochladen. Okay. So, 13:30 Uhr nachmittags, kurze Zwischenbilanz. Steht alles noch, fast alles da hinten. Das eine ist weggeflogen. Das stand wohl in Windrichtung. Alles andere sieht noch sehr stabil aus. Bin ich doof? Was ist denn hier passiert? Heringe liegen rum. Hier war nur noch eins. Also hier ist noch eins weggeflogen. Das ist aber jetzt komplett weg. Ich sehe es gar nicht mehr. Also entweder ist es das da, was hier unten liegt, oder es hat mir jemand geklaut. Ja, das ist es. Ich erkenne es an der verbogenen Stange, die ich gerade biegen musste. Es ist einfach mal hier runtergeflogen von dort oben. Jetzt bin ich übrigens seit 15 Stunden das erste Mal aus dem Zelt wieder raus. Jetzt gehe ich erstmal zur Rezeption meinen Akku aufladen. Ich lehne mich voll gegen den Wind. Naja, die Rezeption hatte natürlich wieder mal zu. Muss ich das dann später aufladen, alles, meine Akkus und so. So, ich habe das jetzt mal wieder hier aufgebaut mit Heringen und hier Stein von andersrum, damit es hält. Ob das was bringt, weiß ich nicht. Das hier lasse ich erstmal dazu hängen, weil das fliegt sonst auch eh wieder weg. Jo, dann gehe ich jetzt mal einkaufen. Warum hat eigentlich jeder Crepe-Laden heute geschlossen bei Sturm? Macht gar keinen Sinn.
Regen Windstärke 12 erreicht. Das hängt hier noch. Oh. Muss ich einmal hier jetzt zurückstellen. Das hängt noch in der Verankerung. Und hier steht auch noch alles. Perfekt. Perfekt.